Auf Arte gibt es diese Woche einen Themenabend über Marlon Brando. Schön und gut. Wer oder was genau aber war eigentlich Marlon Brando? Hier ist unsere wie immer völlig subjektive Antwort in 10 kleinen Punkten. Nach anfänglichen Auftritten im Theater drehte Brando zu Beginn der 50er Jahre mit Fred Zinnemann einen ersten Film. Danach schlug er wie eine Bombe ein, und zwar mit Endstation Sehnsucht von Elia Kazan. Eine Geschichte aus Louisiana über Wahnsinn und T-Shirts. Oh, hi. Hey, where's the woman? In the bathroom. Oh. Well, where are you from, Blanche? I live in Oriel. Oriel. Oriel, huh? Oh, yeah, that's right, Oriel. That's not my territory. Man, look, it goes fast in the hot weather. You want a shot? No, I rarely touch it. Marlon Brando spielte dann den mexikanischen Revolutionär Emiliano Zapata, auch das in einem Film von Elia Kazan. Danach verwandelte er sich vor der Kamera von Laszlo Benedek. Ein Motorrad, eine Lederjacke, eine Sonnenbrille und eine Mütze. Anders gesagt, der Wilde. Brando wurde bei Joseph Mankiewicz zu Marcus Antonius und zu Napoleon bei Henry Costa. Das schauen wir uns kurz an. I have nothing in common with those other friends of yours. Zur gleichen Zeit kommt er wieder mit Elia Kazan zusammen und dreht die Faust im Nacken. Der Hafen in New York, Brando mit karierter Jacke, Brando mit den Tauben und schließlich Brando, der weiß, was er tut. Hey, Friendly! John Friendly, come out of there! Friendly! Come on out of there! In der zweiten Hälfte der 50er Jahre dreht er Der Mann in der Schlangenhaut mit Sidney Lumet. Er ist aber auch ein deutscher Offizier bei Edward Mitrick. In Das kleine Teehaus mimt er einen Japaner. Das schauen wir uns kurz an. Tutti frutti. Most generous gift for American Sergeant. Zur gleichen Zeit zeigt Brando in der Filmkomödie Schwere Jungs und leichte Mädchen, wie cool er Mambo tanzen kann. Gleich zu Beginn der 60er Jahre macht Marlon Brando seinen einzigen Film als Regisseur. Dabei überwirft er sich mit Stanley Kubrick und Jacques Tati stattet ihm bei den Dreharbeiten einen Kurzbesuch ab. Es wechseln Momente der Ruhe am Strand mit Gewaltausbrüchen in aller Öffentlichkeit. Ein Jahr später folgt Meuterei auf der Bounty von Louis Milestone. Auch darin wechseln sich Momente der Ruhe auf einer Paradiesinsel mit Gewaltausbrüchen auf offener See ab. Doch dieses Mal teilt Brando aus. You bloody bastard! You'll not put your foot on me again. Mitte der 60er Jahre spielt er in Die Gräfin von Hongkong, dem letzten Film von Charlie Chaplin, und in Spiegelbild im goldenen Auge von John Huston. Für Liz Taylor empfindet Marlon Brando nicht gerade viel, dagegen sehr viel mehr für Robert Forster. Brando züchtigt sein Pferd und wird dann selbst von Elizabeth Taylor gezüchtigt. In dieser Phase entsteht auch Ein Mann wird gejagt von Arthur Penn. Da wird Brando zunächst zusammengeschlagen und schlägt dann selbst erbarmungslos zu. Kurz vor den 70er Jahren wirkt Marlon Brando in Queimada, Insel des Schreckens, mit und in Am Abend des folgenden Tages, wo er einen blonden Psychopathen gibt.
Es folgt The Nightcomers von Michael Winner, in dem Brando den Gärtner Peter Quint mimt, der sadomasochistische Spielchen liebt. 1968 darf er sich dann in Candy von Christian Marquand voll und ganz gehen lassen, imitierter indischer Akzent inklusive. You have failed to remove your shoes. Oh, I'm sorry. I thought maybe... This sanctum is beyond the reach of material concerns. It is a holy place. The light is holy, the walls are holy, this water is holy, these hands are holy. I see. Do not put your material shoes on the holy water. 1972 entstehen Großaufnahmen von Marlon Brando als Pate vor der Kamera von Francis Ford Coppola. Don Corleone handelt seine Geschäfte im Halbdunkel aus und tanzt in grellem Sonnenlicht mit seiner Tochter zur Musik von Nino Rota. In den 70er Jahren entstehen sowohl Superman von Richard Donner, wo er als Jor-El strahlend weiß aufleuchtet, als auch Apocalypse Now, wo es wesentlich finsterer zugeht. Und der letzte Tango in Paris, wo Brando unter der Bir-Hakeim-Brücke in der französischen Hauptstadt wandelt. Und schließlich Duell am Missouri von Arthur Penn, in dem Brando einen etwas anderen Cowboy spielt. Lee Clayton. Oh my God, you gave me a scare. All I could see was your horse. Well, that was all you were meant to see. Is the owner about? Who may I say is calling? Lee Clayton. I just said that. In den 80er und 90er Jahren war Marlon Brando nicht mehr so oft im Kino zu sehen. Als Anwalt, der gegen die Apartheid kämpft, bei Hughes and Pelsey, als Eigenparodie des Paten an der Seite von Matthew Broderick. In The Brave gab es eine kurze Begegnung mit Johnny Depp. In The Score eine ebenso kurze Begegnung mit Robert De Niro und im Videoclip You Rock My World ein wirklich kurzes Aufeinandertreffen mit Michael Jackson. Bing Bang. Ende der 90er Jahre war Brando auch an dem Experiment DNA, die Insel des Dr. Moreau, beteiligt. Ein katastrophaler Dreh, der in großen Teilen improvisiert war. Brando improvisiert mit und erscheint deshalb noch einmal ganz in Weiß, ohne zu leuchten. In einer weiteren Szene trägt er einen unvergleichlichen Hut und improvisiert in der Folge tatsächlich ein Klavierduo mit einem Zwergmonster. Das alles war Marlon Brando. Setzen wir einen positiven Schlusspunkt und kehren 45 Jahre in die Vergangenheit zurück. Endstation Sehnsucht, Tennessee Williams, Celia Kazan, Vivien Leigh und Marlon Brando. Brando, überraschend anders, zeitlos.